Hallo und recht herzlich willkommen und zwar mal wieder zu einer kleinen Map-Vorstellung, denn in Kürze wird eine neue Map vom lieben Bernie erscheinen, also von Bernie SCS. Das Ganze wird im Mod-Hub erscheinen. Die Map nennt sich LS22, der Bayerische Hof. Der eine oder andere hat es vielleicht schon beim Ingo gesehen in den Livestreams. Ich stelle euch heute hier die Map auf YouTube vor. Wird in Kürze kommen, ist noch Work in Progress, das heißt, da wird noch fleißig dran gearbeitet. Was liefert das Ganze denn, diese wunderschöne Map im Herzen Bayerns? Hier sieht man es auch nochmal mit dem schönen Logo. Liefert insgesamt verschiedene Höfe, verschiedene Produktionsmöglichkeiten. Und ihr habt hier Standardfrüchte verbaut, wie ihr seht. Ne? Das heißt, das ist alles Standard. Ne? Das ist jetzt nichts extra verbaut, also kein Multifruit oder dergleichen. Die Map ist, würde ich sagen, für eher kleinere Gerätschaften bis mittelgroße Geräte geeignet. Ne? Wir haben hier auch ein paar kleine Felder, ein paar Wiesen auch ein großes Feld, so wie ich das hier gesehen habe. Das gehört allerdings hier zur BGA, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, wir haben eine Biogasanlage, wir haben verschiedene Produktionen und wir schauen uns die Map einfach heute einmal an. So, das ist hier ist wohl der Haupthof. Da gucken wir gleich mal ein wenig drauf. Da haben wir nämlich verschiedene Tierarten und auch Produktion mit verbaut. Hier oben haben wir noch einen weiteren Hof. Dann haben wir noch hier einen Pferdehof und haben hier noch, glaube ich, auch einen weiteren Kuhstall, so wie ich das richtig sehe. Schafe haben, glaube ich, auch irgendwo verbaut. Wir haben neben einem Sägewerk, haben wir noch eine Landbäckerei, eine Molkerei oder eine Käseverarbeitung haben wir auch mit dabei. Alles mit individuellen Symbolen ausgestattet. Was haben wir noch? Wir haben natürlich hier noch einen Landtechnikhändler. Fahrzeughändler haben wir hier. Wir haben hier oben eine Werkstatt mit verbaut auf dem Hof. Haben hier eine Molkerei noch mit dabei. BGR hatte ich schon gezeigt. Dann eine Spinnerei haben wir mit dabei. Und auch noch eine Schreinerei und eine Heutrocknung, ne, die hier oben direkt am Hof quasi verbaut ist. Das gucken wir uns alles mal ein bisschen an. Ihr braucht, wenn ihr das dann herunterladet oder wenn das dann im Mod-Hub erschienen ist, auch das Niederbayerische Hofpack. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Die Map erinnert so ein bisschen an eine ländliche Region in Bayern. Ist natürlich, glaube ich, ein fiktiver Ort, wie ich das richtig verstanden habe. Und wir haben hier jede Menge Platz. Das wäre, glaube ich, auch der Starthof hier, wenn ich mich nicht recht täusche. Da haben wir auch ein paar Fahrzeuge, ein paar John Deeres wurden hier platziert. Ihr könnt das natürlich individuell anpassen, so wie ihr das quasi gerne möchtet. Ne? Wir haben hier auch alles begehbar. Das finde ich persönlich auch immer sehr toll. Wir haben eine schicke Dusche. Hier haben wir wahrscheinlich so einen Kleiderschrank, den wir öffnen können und können uns auch hier im Haus frei bewegen. Das finde ich persönlich immer ganz schön. Man hat hier verschiedene Räume, wo man hier durchlaufen kann. Man kann auch eine Schach spielen, wenn man will. Oder man kann hier auch was Leckeres in der Küche kochen. Ne? Also ich finde das immer cool, wenn man betretbare Hofgebäude hat. Ich finde das immer sehr, sehr schick. Ist natürlich auch alles vertont. Hier ist der kleine Fuhrpark, den wir haben. Hier drüben können wir natürlich auch, wie ihr es kennt, überall reingehen. Ne? Das heißt auch in den Ställen, ne? Das ist so ein bisschen bayerisch quasi angehaucht. Mit der Taste R können wir hier zum Beispiel die Hallenbeleuchtung einschalten. Ist auch alles animiert. Finde ich auch recht schick. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Und wir haben natürlich auch verschiedene Unterstellmöglichkeiten für genügend Fahrzeuge. Ne? Das haben wir übrigens fast an jedem Hof. Ne? Und die Fahrzeuge, wie gesagt, die könnt ihr euch dann, wenn ihr das möchtet, ne, guck mal, halt auch so durchverhallen, sind hier auch mit dabei. Das ist gerade für mich, ne, wenn man hier mal wieder mit dem Drehschemel unterwegs ist, auf jeden Fall nicht so verkehrt. Macht ihr eine kleine Hoftankstelle hier noch mit dabei, mit einem schicken Dieseltank. Dann hat man hier, könnt ihr das mal kurz anschauen hier, einen Kuhstall, der umfasst 80 Kühe. Ich denke mal, ganz in Ordnung. Man hat hier auch noch diverse Trigger. Ich denke mal, hier kann man Milch rausholen. Da kann man hier Futter einstreuen, kann auch hier durch den ganzen Stall gehen und hat auch diverse andere Gerätschaften hier noch verbaut. Auch hier kann man natürlich die Hallenbeleuchtung einschalten. Ist auf jeden Fall recht schick gemacht, das Ganze. Ne? Hier haben wir wahrscheinlich ein Silo, so wie das aussieht. Muss ich mir von draußen nochmal angucken. So, wo können wir wahrscheinlich irgendwo was abladen. Ne? Ach, guck mal, man kann da oben auch rein. Ah, ist glaube ich so ein Heuboden, ne? Mal gucken. Ach, guck mal, wie cool ist das denn? Ist das bedienbar? Leider nicht. Aber hier oben kann man wahrscheinlich wieder... Ah, ein Paletten- und Ballenlager haben wir hier oben. Na, guck mal, da kann man Sachen einlagern.
Finde ich auch recht hübsch. Zack. Und hier kommen wir da durch. Nee, leider nicht. Wir fallen nicht durch den doppelten Boden. Kommen wir wahrscheinlich da runter. Ne? Ah nee, das Hofsilo haben wir hier. Guck mal. Auch recht gut gemacht. Ist natürlich auch alles beschriftet. Ne, hier haben wir Object Storage, das Ballenlager. Da wird das eingelagert. Dann haben wir hier wahrscheinlich ein Heu- und Strohlager. Wir können mal kurz auf die Map gucken. Das ist natürlich auch alles hier beschrieben. Ein Hofsilo haben wir hier einmal. Und Palettenlager. Ne? Das ist natürlich hier separat nochmal aufgeführt. Das heißt, hier kann man die ganzen Sachen abladen. Ich denke mal Standardfrüchte oder Multifruit. Habe ich persönlich noch nicht getestet. Wir wollen heute einfach mal hier so einen kleinen Rundgang machen und uns das Ganze anschauen. Ne? Ist auch richtig schön hier in die Landschaft mit eingebaut. Nur ein paar Keilsilos mit dabei. Wo man dann quasi ja, Silage herstellen kann aus Häckselgut. Ach, guck mal hier. Da haben wir noch was. Und was ich auch geil finde, ist, man kann hier so Bunkerlights einschalten. Ne? Guck mal, das sieht auch richtig cool aus. Finde ich zumindest. Habe ich auf dem anderen Hof auch schon entdeckt. Finde ich auch recht schick. Ne? Kann man gerade, wenn man am Maishäckseln ist, in der Nacht noch eine Beleuchtung anschalten. Man hat hier noch eine zweite Zufahrt. Hat dann hier, glaube ich, einen dementsprechenden Futtermischer drin. Ja, ist auch reingestellt. Wir haben hier einen kleinen Hühnerstall, den wir uns auch nochmal angucken können. Ne? Auch wieder, wie immer, begehbar. Und die Anzeige jetzt oben links, die kommt von dem jeweiligen Silo King, den wir daneben stehen haben. Ne? Ja, finde ich auch recht hübsch. Ne? Ist recht schnieke gemacht. Sieht gut aus. Hier kann man wahrscheinlich dann die Tiere befüttern. Hier haben wir auch mal den Hühnerstall. Dann spawnen dann wahrscheinlich die ganzen Eierpaletten, so wie das aussieht. Und hier vorne haben wir dann noch ein paar Gewächshäuser, die man noch betreiben kann. Ne, nutze ich immer ganz gut. Ich mache das so meistens dann auf Direktverkauf. Das sind, glaube ich, die Standard Gewächshäuser, glaube ich. Und die mache ich dann auf Direktverkauf. Und da habe ich immer so gute Einnahmequellen, gerade wenn ich mir mal so Sachen gemietet habe oder sowas. Ne? Dann haben wir hier noch einen Schweinestall. Den können wir uns auch nochmal angucken. Auch recht schön gemacht. Und der Bernie bastelt ja auch immer sehr schöne Maps, ne? Also immer sehr schöne Maps, ne? Sehr nostalgische Maps, würde ich jetzt sagen. Ne? Also ein bisschen so urig, ne? Gerade mit diesem Hofpack, was man mit dabei hat. Hier hat man auch nochmal ein Tiermenü. Da passen übrigens 150 Schweine rein, ne? Aber sieht echt gut aus, ne? Guck mal. Das ist echt toll. Also ich mag das ja, ne? Was haben wir hier? Hier haben wir eine Produktionsstätte. Und zwar haben wir hier einen Futtermischer. Guck mal, da könnt ihr nämlich selber Futter herstellen. Ne? Das heißt aus Häckselgut, Kartoffeln und Zuckerrüben. Ne? Jeweils 1000 Häckselgut, 500 Kartoffeln und 500 Zuckerrüben ergibt Schweinefutter 2000 Liter. Das heißt, da habt ihr sogar eine Schweinefutterproduktion mit dabei. Ne? Das mag ich ja auch. Dass man alles selber herstellen kann. Ne? Könnt ihr natürlich auch anderweitig kaufen, wenn ihr jetzt das nicht selber herstellen wollt. Ja, aber das ist echt wirklich sehr, sehr schick gemacht. Man kann überall die Hallenbeleuchtung mit der Taste R einstellen. Ne, ist wirklich ein schicker Hof. Ne, guck mal, hier so einen kleinen Jagdstand noch, den man hier noch hat. Da hat man hier auf der Rückseite auch noch so ein kleines Silo. Ich guck mal, Düngemittelproduktion haben wir auch noch mit dabei. Oh, guck mal, da kann man Düngemittel herstellen. Aus was kann man das denn machen? Wir gucken mal. Wir brauchen 1000 Liter Mist. Dann brauchen wir Wasser und Kalk. Ja, und daraus bekommen wir dann Mineraldünger, also Feststoffdünger und Gärreste noch. Das können wir zum Beispiel auf den jeweiligen Feldern ausbringen. Ne? Kann ich hier vorne eigentlich auch rein? Oh ja, cool. Guck mal, man kann hier von überall rein. Huch, was war das denn? Hä? Hat der irgendwas nachgeladen? Mir scheint so. Und die Map ist auch nicht groß, ne? Also die ist definitiv, wie gesagt, die kommt im Mod-Hub. Ist wirklich sehr schön gestaltet. Ich gucke jetzt nochmal kurz in der Map-Übersicht, ob ich euch irgendwas jetzt hier nicht gezeigt habe. Aber ich glaube... Ach, eine Werkstatt haben wir ja auch noch. Ach, hier. Guck mal, da bin ich gerade durchgelaufen. Lol. Das heißt, hier könnt ihr eure Fahrzeuge unterstellen und auch reparieren, ne? Finde ich recht schick gemacht. So, lass uns mal ein bisschen langlaufen hier. Auch überall Zäune, ne, für die Leute, die Zäune mögen. Es gibt natürlich auch der ein oder anderen, der mag die Zäune gar nicht. Ne, auch richtig, ja, schöne, enge Straßen, wie gesagt, eher so für kleine bis mittlere Fahrzeuge gedacht. Ist auch alles ausgeschildert. Da hinten kommt man übrigens auch zum Sägewerk. Und hier haben wir dann, wir gehen mal kurz hier rüber, die verschiedenen, ja, einmal den Maschinenhändler, Landmaschinenhandel,
Da könnt ihr eure Fahrzeuge kaufen. Ne, einen schönen Stadtkern. So richtig schön urig, bayerisch, würde ich jetzt sagen. Da haben wir hier die Molkerei. Ne, da kann man dann dementsprechend halt, ich guck mal gerade kurz, da sind wir, Sachen verkaufen. Das ist ein Verkaufspunkt. Und hier haben wir, wenn wir weiter gerade auslaufen, dann auch noch die Molkerei. Habe ich die schon gekauft? Ne, wir kaufen uns die mal. Und da können wir leckere Sachen herstellen. Ne? So, ich guck mal gerade. Molkerei, Molkerei. Wo haben wir es denn? Hat das jetzt gekauft? Da, Käse, Butter. Das ist bei der Käserei. Und bei der Molkerei könnt ihr auch nochmal Käse und Schokolade herstellen. Ne? Also auch individuelle Gebäude. Guck mal, da dreht sich so ein kleines Logo. Find ich persönlich auch recht schick. Ja, und hier wie so ein richtig kleines, schönes Dörflein mit so einer schöner Kirche. Das ist hier mit dabei. Wir laufen mal kurz hier so ein bisschen an der Straße lang. Verkehr habt ihr auch gesehen. Guck mal, so eine Art Gemeindehaus haben wir hier. Ja, da geht es auch zur Burg, zur Käserei. Also es ist alles ausgeschildert und ich finde, das sieht wirklich schick aus. Da könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht mal das ein oder andere Projekt drauf zu machen. Vielleicht mit dem Joe oder so. Das wäre mal was. Ne? Kirchhofplatz haben wir noch. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ne? Mal sehen. Ich werde mal fragen. So, dann, was haben wir noch hier? Wir haben hier noch einen weiteren Hof. Den habe ich mir schon gekauft. Kostet 48.000. Der große Hof, hatte ich ganz unterschlagen, 120.000. Also viel Geld braucht man dafür nicht, um sich das Ganze zu holen. Wir laufen da mal rüber. Und da müsste der Hof, glaube ich, hier vorne sein, ne? Im Kirchweg. Da haben wir dann noch einen weiteren. Da haben wir einmal hier gewisse Unterstände, die wir haben. Die sind hier mit dabei. Da kann man genug Fahrzeuge machen. Hier so einen kleinen Tank haben wir mit dabei. Dann haben wir hier ein Ballen- und Palettenlager, die mittlerweile überall auf diversen Maps verbaut werden. Ich finde das recht cool, ne? Also ich mag das ja auch. Da sind die Sachen nämlich von der Map weg, ne? Und ich finde das auf jeden Fall recht schick, ne? Da haben wir noch einen großen Stall. Da müssen wir mal kurz gucken, ob wir da irgendwie hier außen rum kommen. Guck mal, man kann überall lang hier. Ich mag das. Alles so verwinkelt, ne? Kann man hier auch hoch? Ach ja, guck mal. Ui. Da versinkt man ein bisschen den Boden hier. Aber da ist auf jeden Fall recht schick. Mal die Tür auf. Mehr wahrscheinlich den Milchträger. Guck mal, ist das natürlich auch beschriftet. Das heißt, wir haben hier wieder einen Kuhstall. Und wenn man das öffnet, fährt das kleine Wägelchen hier raus, ne? Voll toll, guck mal. Zack, wir machen es mal wieder rein. Voll gut. Sowas mag ich ja auch, ne? So animierte Geschichten, so kleine selbstgebaute Sachen. Hier haben wir dann da oben das zum Futtern, ne? Das heißt, hier packen wir das Futter rein für die Kühe. Hier haben wir dann mit der Taste... Ach, guck mal, kann das Licht sogar einschalten? Ah, sind verschiedene Baumechaniken verbaut. Cool, guck mal. Das ist ja auch geil. Es geht dann so nach und nach an und aus. Ach, das finde ich auch cool. Das mag ich ja. So, da können wir wohl Kühe reinpacken, so wie das aussieht. Richtig, auch 50 Stück. Ne? Ist ein etwas kleinerer Hof. Dann haben wir wahrscheinlich hier das Silo. Da können wir wahrscheinlich Sachen reinpacken, so wie das aussieht. Ich guck mal gerade kurz. Haben wir da ein Silo? Das Silo ist leer. Hier rein. Und, ach, guck mal, das Gebläse kann man wieder auf- und zudecken. Das finde ich ja auch nett gemacht. So, drin kann man dann die Sachen quasi rausholen. Ne? Finde ich auch schön. Bauern brauchen Bienen und faire Preise. Das stimmt. So, was haben wir denn noch hier Schönes verbaut? Wahrscheinlich hier noch so ein Güllelager. Steht auch mal eine Uhr dran. Ne? Wer lesen kann, ist kein Vorteil. Diverse Unterstellmöglichkeiten. Auch genügend Platz hier noch. Man hat eine gute Straßenanbindung. Und ist dann hier im Burghof, ne? So wie das aussieht. Und das ist direkt an der Straße hier gelegen. Ne? Sieht man halt auch recht gut gemacht. Wir befinden uns jetzt hier. Das heißt, wir laufen die Straße mal hoch. Gehen mal hier rüber zu der nächsten Kuhweide. Und richtig schöne bayerische Gassen, die man hier hat. Man hat auch so kleine Wege, wo man langlaufen kann. So einen kleinen Fluss. Ach, guck mal, mit der coolen Brücke. Da gehen wir auch nochmal hin. Und schauen uns das auch an. Na, erkundet die Map dementsprechend so, wie ihr gerne wollt. Ich will euch da jetzt hier nur einen kurzen Überblick geben, was euch da so erwartet. Und gucken wir hier so eine Art... Na, Kreisverkehr sind nicht, aber hier Rechtsabbieger, da Linksabbieger. Das finde ich auch wieder schön.
Gehen wir mal links rüber hier. Über die tolle Brücke hier. Und da geht es dann zum Hafen. Ah, ist wahrscheinlich hier unten irgendwo, ne? Genau, da gehen wir später mal hin. Hier haben wir Futterverkauf, einen Feuerwehrhydrant, wo wir wahrscheinlich Wasser bekommen. Der Ingi ist auch mit dabei, ne? Das ist übrigens die neue Kette, ist auch bald in eurer Region erreichbar, vom lieben Nastus, ne? Vom lieben Ingo. Der macht nämlich jetzt hier quasi den Supermarkt auf, ne? Na, ist natürlich nur absoluter Quatsch, ne? So, hier haben wir den Verkauf. Das heißt, ihr müsst auch teilweise in Verkaufsbereichen rein und raus, ne? Da könnt ihr dann auch gewisse Sachen verkaufen. Aber ihr habt ja, glaube ich, sogar noch ein Tiermenü. Und könnt dann hier von hier aus die Tiere quasi kaufen, ne? Wenn ihr die jetzt nicht selber fahren wollt, ne? Oder halt verkaufen. Schön. Auch recht schick gemacht. Komme ich hier rein? Nee, da komme ich nicht rein. Das ist nur Deko. Dann haben wir vorne noch eine weitere Produktion. Das müsste, glaube ich, die Müsli-Fabrik sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Martin Bauer Müsli. Sehr toll. So, ne, hier könnt ihr Müsli herstellen. Ne, kennt ihr ja aus Honig, Rosinen, Hafer und Mais. Könnt ihr Müsli herstellen. Boah, habe ich noch gar nicht gemacht im LS. Boah, das wäre echt ein cooles Projekt mit dem Joe, glaube ich, ey. Das wäre echt geil. Hier habt ihr so Verkaufsstationen, ne, oder Kaufstationen. Ne, einmal für Kalk, bisschen Englisch und Deutsch, für Saatgut und für Feststoffdünger. Könnt ihr übrigens auch hier auf der Map nochmal sehen, ne? Und dann haben wir hier die Müsli-Fabrik und die Schreinerei, die ist direkt gegenüber. Guck mal, hier so ein großer Holzstuhl. Haus Nummer 8. Auch sehr kreativ, muss ich ehrlich sagen. So, da könnt ihr Möbel herstellen, ne? Möbel und Bretter. Oder aus Brettern und Holz könnt ihr da Möbel herstellen. Finde ich auch recht schick. So, lass uns mal hier rüber. Hier haben wir nämlich einen Pferdehof. Ne? Pferdehöfe, ja auch immer sehr beliebt. Da hat man hier ein Zuckerrübensilo. Okay, nice. Da kann man es dann rausholen. Das zum Hof? Muss ich mal kurz gucken hier. Jo, das gehört zum Hof. Das ist ja schick. Da hat man hier die Pferdekoppel. Ja, da kann man bis zu 16 Pferde reinpacken. Kann man hier auch komplett rumgehen. Ach, guck mal, man kann hier wieder alles öffnen, ne? Ich mag das, wenn ich hier durchlaufen kann. Das liebe ich ja an den Maps. Guck mal, so ein kleines, typisch bayerisches, ich würde sagen, Landhaus, ne? Würde ich jetzt sagen. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir auch noch irgendwas. Und zwar haben wir hier, ach, guck mal, eine Heutrocknung, Leute. Da könnt ihr dementsprechend Gras reinpacken und bekommt daraus Heu, ne? Auch sehr toll. Schön gemacht. Und da vorne, was haben wir da noch Schönes? Lass uns da mal gucken. Hier haben wir noch ein Schafstall. Schaut mal. Auch recht schick. Komme ich hier hinten noch raus? Ach, die laufen dann auch hier hinten wahrscheinlich. Guck mal, Wasserträger. Ist natürlich alles ersichtlich. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht, muss ich echt sagen. Und da führt so eine Art Landstraße da vorbei, ne? Gefällt mir recht gut. Und wenn euch das Ganze auch gefällt, lasst gerne ein Däumchen da. Ne? Schreibt mir auch mal gerne eure Meinung zu der Map. Ne? Ob ihr euch da vorstellen könnt, da auch mal ein Projekt zu starten. Und ich finde die echt wirklich sehr schick. Ich glaube, ich werde den Joe mal anhauen. Können wir mal ein Multiplayer-Projekt da starten. So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen Weg. Ich würde jetzt mich einfach mal hierhin teleportieren. Zum Hafenverkauf. Ach, guck mal. Hier. So ein altes Schiff. Die Rotterdam. Ach, guck mal, da fahren sogar Schiffe. Oh, das fand ich damals auf der Südhämmern, glaube ich, war es. Das ist ein Verkaufspunkt jetzt hier. Und da seht ihr auch, was ihr verkaufen könnt, ne? Das finde ich auch gut. Guck mal, hier könnt ihr Zuckerrüben verkaufen, Kartoffeln, Mais, Sojabohnen, Sonnenblumen, Raps, Gerste oder Weizen. Auch recht schick. Und auf der anderen Seite haben wir dann die BGA, die große. Die hier, glaube ich, eine separate Zufahrt hat. Und ich finde auch die Straßen hier echt toll gemacht, ne? Und es ist überall beschildert. Ne? Das heißt, verlaufen könnt ihr euch nicht. Zur Not habt ihr das Navi. Gut, ich kann mich überall verlaufen. Aber das kennt ihr ja schon. Ne? Ist ja nichts Neues. Ja, habt ihr verschiedene Trigger. Ne? Eine große BGA, die ihr habt. Ihr könnt hier verschiedene Sachen verarbeiten. Das heißt, Silage könnt ihr verarbeiten. Dann habt ihr auch noch Mistgülle und Zuckerrübenschnitzel. Das sind die eingängigen Güter.
Und da bekommt ihr dann entweder Energie, also Geld dafür. Gärreste und Methan wird halt auch hergestellt. Ne? Auch recht schick gemacht. Die ist sogar, glaube ich, begehbar. Ist sie begehbar? Ja, guck mal. Bis hier oben kommt man. Und ein richtig großes Keilsilo. Wenn ihr mal richtig Bock habt, auf eine Runde Mais häckseln, haben wir übrigens das letzte Mal gemacht. Und hier könnt ihr halt auch Licht einschalten. Ne? Light Switch. On. Gut, ist noch Work in Progress. Oder? Warte mal. Hab ich's vielleicht? Ah, jetzt ist es an. Es dauert einen Moment. Ne? Da könnt ihr euch auch das Flutlicht dazu schalten. So, wir gehen nochmal kurz auf die Map hier. Dann gehen wir hier mal weiter. Hier haben wir noch den Bauernmarkt, den Hafenverkauf. Gucken wir uns natürlich auch noch alles an. Hier haben wir natürlich auch ein großes Feld. Und wenn ihr die BGA kauft, das Grundstück hier von der BGA, ist automatisch hier auch die 36 mit dabei. Ne? Kostet natürlich ein bisschen was. Aber nichtsdestotrotz finde ich gut, dass da ein Feld mit dabei ist. Auf der anderen Seite des Flusses. Da haben wir hier noch den Landhandel. Da könnt ihr auch wieder diverse Sachen verkaufen und kaufen. Ja, hier Kalk und so weiter. Das ist halt auch recht schön. Das heißt, ihr habt verschiedene Möglichkeiten, euch da in irgendeiner Form abzudecken. Ne? Die Spinnerei haben wir auch. Da könnt ihr ein bisschen rumspinnen, wenn ihr Lust habt. Und könnt natürlich hier eure Wolle dementsprechend, meine ich, verarbeiten. Genau, Wolle oder Baumwolle zu Stoff. Ne? Ist halt auch kaufbar. Und die Preise gingen eigentlich von der Produktion. Die waren jetzt nicht alle so teuer. Ne? Auch individuelle Logos, das finde ich auch immer, hat dann persönlichen Charme. Finde ich auch immer recht schick. Und Verkaufspunkte haben wir natürlich auch hier, wenn ihr das verkaufen möchtet. So, lass uns hier nochmal langlaufen. Hier haben wir noch ein paar. Hier haben wir die Gärtnerei, glaube ich, ne? So, Mist und Manure Selling. Also Manure, also ne? Bei der Gärtnerei. Kann ich hier reingehen? Nee. Ach, schade. Das wäre halt auch noch cool gewesen. Das heißt, Mist und Gülle könnt ihr hier verkaufen. Das ist ein Verkaufspunkt hier. Ist auch alles ausgeschildert. Das heißt, für die Leute. Ach, guck mal hier. Ein paar schöne Pflanzen haben wir noch, ne? Richtig schöne Gärtnerei mit einem kleinen Weg noch hier lang. Und dann gehen wir mal weiter und gucken uns noch die anderen Dinge hier auf der Map an. So, lass uns mal kurz einen Blick auf die Map werfen. Ne, die Felder, da könnten wir eigentlich auch nochmal langlaufen gleich. Wir waren jetzt hier in diesem Bereich. In diesem Bereich waren wir hier. Und hier oben können wir uns gleich auch nochmal das Ganze anschauen. Fahrzeughändler haben wir uns angeschaut. Wir gehen aber einmal kurz zum Sägewerk. Bad Sägewerk, Bad Sägewerk. Ne, da bekommt ihr wahrscheinlich Hackschnitzel raus. Und hier habt ihr halt den Trigger, ne, wie ihr es kennt. Hier hinstellen, wenn ihr Produktion gekauft habt, könnt ihr hier mit der Taste R das Ganze natürlich dann auch fertig machen. Ihr könnt auch hier ein Tor öffnen. Ach, guck mal. Oh, mit Animation, meine Damen und Herren. Das ist ja cool. Entladung aktivieren. Das ist ja cool gemacht. Auch wieder ein individuelles Schild hier mit einer separaten Zufahrt hier von der Hauptstraße. Und dann haben wir hier unser schönes Sägewerk mit Unterstellmöglichkeiten sogar. Ne? Das heißt, da könnt ihr euren fetten Ponse oder eure Fichtenmopeds parken. Und könnt hier quasi Bretter herstellen und Hackschnitzel bekommt ihr daraus. Ne? Auch recht groß gestaltet. Das heißt, man kann hier auch noch ein paar Sachen einlagern. Ne? Könnte man sich noch ein Palettenlager hier hinbauen. Ist auf jeden Fall recht schick. So, lass uns mal ein Stück weitergehen. Das heißt, hier oben waren wir auch noch nicht, ne? Bei der Werkstatt. Wobei, komm, wir gehen jetzt erstmal zum Feuerwehrhydranten. Ne, kommen wir nicht hin. Gehen wir mal zur Landbäckerei. Die ist nämlich da vorne. Das heißt, hier habt ihr die Möglichkeit, diese auch käuflich zu erwerben. Man kann leider nicht reingehen. Schade. Könnt Brot und Kuchen herstellen. Brot durch Mehl. Und bei Kuchen braucht ihr halt, ja, sehr viel, ne? Da braucht ihr halt einmal Mehl, Zucker, Milch, Eier, Butter und Erdbeeren. Dann könnt ihr leckeren Kuchen herstellen. Ne? Hier ist wahrscheinlich dann der Abladepunkt. Kann ich hier rein? Nein, kann ich nicht. Ist natürlich auch alles vertont. Hier haben wir noch so ein kleines Wohngebiet noch mit dabei. Mit richtig kleinen Wegen. Und hier haben wir die Käserei. Die
ihr natürlich dann auch nutzen könnt, um Butter und Käse herzustellen, neben der Molkerei. Bei der Molkerei waren wir ja vorhin schon. Da könnt ihr beispielsweise noch zusätzlich Schokolade herstellen. Oh, lecker. Lecker Käse. Sehr cool. Hier oben haben wir noch eine schicke Burg verbaut. Hier haben wir die Tankstelle. Das heißt, hier könnt ihr tanken. Und auch gleichzeitig eine Werkstatt, meine ich, ne? Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Nee, die war hier. Die Werkstatt war hier vorne. Das ist einfach nur die Tankstelle. Gut. Wie komme ich denn zur Burg hier hoch? Gibt es da einen Weg? Ach, da oben lang. Guck mal, hier haben wir einen Parkplatz. Ach, da geht's hoch. Ui, schön. Mal gucken, was wir da so Schönes finden. Oh, die ist ja cool, die Burg. Mag ich ja. Guck mal, ein paar Postkarten können wir mitnehmen. Oh, Katapult. Kann ich das nutzen? Leider nicht. Schade. Da, hier können wir nicht hochschauen. Ich dachte, man könnte da oben langlaufen. Aber finde ich auch recht schick. Ist ein schönes Detail. Veredelt das Ganze so ein bisschen auf der Map. Ich finde ohnehin Details immer recht schön, ne, die so ein bisschen das Ambiente ein bisschen aufhübschen. Und der Verkehr ist jetzt nicht so groß hier. Das ist ein kleines bayerisches Dorf. Da ist es wahrscheinlich ein bisschen weniger. Da haben wir hier Hof 2. Dann gehen wir auch mal hoch. Beim Sägewerk waren wir ja schon. Man hat ja auch verschiedene Ebenen, wie ihr seht. Ne, wie gesagt, die Web ist noch Work in Progress. Da ist noch nicht alles ganz fertig. Aber ich finde die schon recht gut gemacht. Und da kann man einige Spielstunden auch im Multiplayer quasi verbringen. So, da ist der weitere Hof. Den könnt ihr für 77.000 erwerben. Ne? Ist jetzt nicht so groß und auch nicht so teuer. Was ist das denn hier? Müssen wir da nochmal gucken. Sieht aus wie Waldgebiet. Ne? Da haben wir hier auch wieder einen schicken Stall. Ach, das ist ja schick. Guck mal. Oh, da habt ihr auch wieder mehrere Zufahrten. Da bin ich ja mal ein Freund von. So. Was haben wir hier? Hoflicht anschalten. Das könnt ihr übrigens auf jedem Hof machen. Da habt ihr dann eine richtig schöne Beleuchtung hier. Bei Nacht, ne? Könnt ihr natürlich auch wieder reingehen hier. Diverse Räume. Wo ihr auch wieder Sachen unterstellen könnt. Ihr könnt natürlich auch hier wieder rein. Da haben wir einen Hühnerstall, so wie das aussieht. Guck mal, das ist der ganze Hof beleuchtet, ne? Ist der nur Deko? Ach nee, da vorne ist der Trigger. Sorry. Mein Fehler. So, hier ist Platz für 360 Kühe, vor allem Hühner. Ja, hier haben wir wieder einen Schlafträger. Haben hier an dem großen Hof 2 natürlich auch einen Kleiderschrank. Haben hier ein Hofsilo, würde ich jetzt behaupten. Gucken gleich mal kurz auf die Symbole. Oder? Nee, das ist die Fütterung. Hofsilo haben wir da vorne. Okay. Fütterung für die Tiere. Das ist doch ein Silo. Das müsste ich nur mal in Erfahrung bringen. Ich werde es irgendwann mal testen. Das wird meinen Livestream mal anspielen oder so. Finde ich recht schön. Guck mal. Ah, guck mal. Das ist auch total logisch, ne? Weil wenn man Tiere reinfährt, müssen halt die anderen Ställe zugemacht werden, sodass die Tiere nicht abhauen können, ne? Auch ein nettes Feature. So, hier Kuhstall mit 80 Kühen haben wir hier noch mit dabei. Gülle. Mistplatte. Also alles im Allen auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Hof auch, ne? Guck mal, hier auch nochmal beleuchtet. Ah, hier haben wir das Hofsilo. Ah, hier ist es. Muss ich Benny nochmal fragen, ob das Multifood ist, aber ich werde es auch nochmal testen. Aber ich finde die Höfe echt schick gemacht. Du kannst halt auch von verschiedenen Punkten das Licht einschalten. Ne? Kannst dann hier auch nochmal zusätzlich einblenden. Ausschalten. Einen kleinen Tank hast du noch hier. Großes Ballen- und Palettenlager hier. Ne? Da steht man ins Object Storage. Die Frage ist, brauche ich dann wieder diese Object Storage Mod? Müsste ich einen Bernie mal fragen. Oder ist das die Standardvariante? Und große Hallen hier, guck mal. Im großen Werkstattbereich. Da kann man dann mal einen Drescher parken oder sowas. So einen schicken Dominator oder so. Ja. Ich würde auf jeden Fall sagen, ist eine wirklich schöne Map. Ja, auch die Feldwege hier können wir uns auch nochmal kurz angucken.
Auch die Zufahrten zu den Feldern sind wirklich sehr schön gestaltet. Ne? Mit viel Liebe zum Detail. Auch die Burg, finde ich, macht das Ganze dann nochmal ein bisschen lebhafter. Wir gehen mal zu den Gewächshäusern hier, wieder zu Hof 1. Ja, und das soll es dann auch mit dem kleinen Rundgang gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt nichts vergessen. Wenn ja, könnt ihr die Map bald erkunden. Schreibt mir gerne eure Meinung hier zu der Map Bayerischer Hof, die in Kürze im Mod-Hub erscheinen wird. Ich finde sie ja recht schick. Ne? Hat man einiges zu tun und kann die auch durchaus im Multiplayer mit den verschiedenen Höfen dann auch spielen. So, das soll es erstmal hiermit soweit gewesen sein mit der kleinen Map-Vorstellung. Falls ihr da Fragen habt, gerne in die Kommentare posten. Schreibt mir auch gerne eure Meinung hier zu den Höfen, zu der Map, zu der Gestaltung der Map. Ich finde sie recht schön gestaltet. Ich bedanke mich wie immer. Däumchen nicht vergessen, Kommentare schreiben. Und dann sage ich mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.